Okay, kurz, wer ich bin, Roland Mosimann. Ich studiere hier an der FHNW Informatik im vierten Semester. Ich hatte zuvor eine Informatikausbildung gemacht und darauf gearbeitet, habe mich jetzt noch fürs Studium entschieden. Ja, mein Name ist Patrick Wicker, ich bin Primarlehrer und mache jetzt auch dieselbe Ausbildung an der FHNW. Wir sind im vierten Semester im Moment. Und der Grund, wieso wir hier vorne stehen und etwas erzählen, ist, dass die FHNW natürlich sehr interessiert ist, uns praktisch irgendwas beizubringen. Das heißt, wir werden während der ganzen Studienzeit mit Projekten, die mit wirklich auch realen Kunden haben, uns beschäftigen. Unser Kunde ist Ronny Stanke, den Sie heute Morgen ja bereits kennengelernt haben. Und das Projekt, das wir betreuen, heißt Remote Support. Es geht darum, um ein Remote Support Tool. Da wird nachher Mosimann etwas weiter davon erzählen. Und wir sind 7 Studierende. Es ist eben, wie gesagt, 2 Semester. 180 Stunden pro Semester wird pro Person von der FHNW veranschlagt. Das klingt jetzt nach sehr viel. Allerdings sind da natürlich nicht nur Aufträge von Herrn Stanke involviert, sondern auch sehr viele Anforderungen von der FHNW. Das heißt, wir müssen da präsentieren, wir müssen dokumentieren, reflektieren. Ja. Wie gesagt, unser Kunde ist Ronny Stanke von den Medias und es geht um den Lernstick, von dem Sie ja heute gehört haben. Es geht dabei um das Remote Support Tool und was das genau ist. Vielleicht kennen einige von Ihnen TeamViewer. Und stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause, arbeiten an einem Test am Abend am Computer zu Hause, gehen am nächsten Tag in die Schule, stellen fest, Sie haben vergessen, das Ganze auf Ihren Stick zu tun und der Computer zu Hause, ja, der läuft zwar. Wäre ja nett, man könnte jetzt den schnell vom anderen Computer her fernsteuern, so Computer im Computer, das File holen, das wäre dann Remote Support. Also solche Tools gibt es, allerdings sind die, die gut funktionieren, proprietär, die kosten. Und unser Auftrag war jetzt, eine bestehende Open Source Software, die nennt sich Virtual Network, Networking Client Computing, umzusetzen, dass die auf dem Lernstick auch noch ein bisschen besser funktioniert, als es jetzt schon tut. Der klassische Anwendungsfall ist natürlich klar, wenn jemand Probleme hat mit seinem Computer. Vielleicht kennen das ein paar schon, wenn sie irgendwo gearbeitet haben und dann am Support angerufen haben und die haben sich zu einem auf dem Bildschirm verbunden. Weitere Anwendungsfälle von den zwei vorherigen Vorträgen, die wir gesehen haben, Terminal wird das wohl nicht so gebraucht, aber wenn jetzt in einer VDI-Umgebung wird das sicherlich auch gebraucht. Wir haben den Fokus auf dem Lernstick. Da ist es natürlich sehr interessant, dass Lehrer ihre Schüler unterstützen können, wenn diese Probleme haben, aber auch, dass Schüler Schüler unterstützen können, damit sie so zusammen an etwas arbeiten können oder der eine dem anderen was erklären kann, wenn er nicht mehr weiterkommt. Ja, das klingt jetzt, es gibt ja diese Technologie schon, wir müssen die nur noch umsetzen. Das Problem ist, wir würden gerne direkt verbinden von Client zu Client. Und da gibt es so ein kleines Problem, das nennt sich eben diese Peer-to-Peer-Verbindung herzustellen. Nur ganz kurz, ohne jetzt da technisch zu tief zu gehen. Stellen Sie sich vor, Alice will Bob anrufen. Bob ist aber bei sich im Büro und da ist eine Zentrale vorgeschaltet. Jetzt ist das nett, die Zentrale leitet normalerweise Alice Anruf an Bob weiter. Bei Computern funktioniert das aber so, die Zentrale sagt mal als Prinzip, nein, da kommt nichts durch. Bob hat nämlich nichts angemeldet. Das heißt, Bob muss zuerst in der Zentrale anmelden, Alice will jetzt anrufen. Und wenn Alice dann anruft, wird sie nur durchgestellt, wenn wirklich auch da sie angemeldet wurde. Das Problem verschärft sich jetzt nur, wenn Alice auch noch im Büro ist und auch eine Zentrale vorgeschaltet hat. Dann kann nämlich Bob nur Alice Zentrale anrufen, Alice kann nur Bobs Zentrale anrufen. Also diese Problematik, da geht es um Peer-to-Peer-Verbindungen mit NAT-Traversal. Das sind so die Stichworte für die Personen, die da ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Und das versuchen wir eben zu lösen. Wir versuchen das zu lösen und wir sind eigentlich auf einem guten Weg dahin. Was wir soweit schon haben, ist, Sie sehen hier ein Screenshot unseres Produkts, unserer Software. Was wir haben bereits, ist die Verbindung über die Zentrale. Das funktioniert soweit schon.
Was wir noch nicht ganz fertig haben, ist die Verbindung direkt von Client zu Client. Da arbeiten wir momentan intensiv dran. In einer Woche haben wir noch Projektwoche, wo wir zu siebt hinsetzen, eine ganze Woche, und wir müssen das noch hinkriegen. Jetzt noch kurz zu dem ganzen Rahmen, wie wir das Projekt machen. Das ist ein Gefäß der FHNW Technik, die Projektschiene. Da können immer 6 bis 8 Studierende müssen ein Projekt machen, eigentlich in jedem Semester, also in den ersten 4, dann im 6. Semester wird das die Bachelorarbeit sein. Wenn jemand von Ihnen Interesse hat, solche Projekte durchführen zu lassen, ist natürlich immer informatikspezifisch, man kann solche Projekte eingeben an der FHNW Technik. Sie können sich da an Markus Oeninger wenden, der heute leider nicht hier ist, wie ich sehe. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei ihm. Ein Projekt kostet um die 1500, kann aber für Öffentlich-Rechtliche, für die PH und solche Sachen, können die Kosten auch erlassen werden. Also bei Interesse und einer guten Idee, nur zu, melden Sie sich. Vielen Dank.